zurück, glaube ich. Ich glaube es nicht nur, ich bin mir sicher, dass ich nochmal zurückgehe. Weil ich möchte ungern was auslassen. Da waren noch Eier. Ich sehe das immer erst, wenn ich auf wegklicke. Das gibt's nicht. Was brauche ich denn hierfür? Auch wieder ein Korb. Toll. Da sind noch mal Eier. Weiter geht's. Hier oben sind auch noch mal Eier. Hier ebenfalls. Es ist so eine Art Suchspiel aktuell für mich. Soll das Getreide zur Mühle tragen? Kann einen Zaun ziehen. So brauche ich aber Holz. Okay. Super, jetzt habe ich einen Helfer. Ein Hirschgeweih brauche ich auch noch. Ich benötige Blumen. Das heißt, ich brauche erstmal Körbe. Und Fleisch brauche ich auch erstmal nicht. Jetzt braucht ihr auch noch Schafe. Da wäre schon mal eins. Da ist Nummer zwei. Da ist Nummer drei. Da ist Nummer vier. Da ist Nummer fünf. Und Nummer sechs ist da. Es ging doch flott. Wunderbar. Also. Jetzt hat er Angst vor Wölfen. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder hier. Nicht hier, hier. Für läppische 20 kann ich hier nämlich schön auffüllen gehen. Will ich nur gucken, wo kriege ich jetzt Körbe her? Hier kann ich erstmal eine Quest abgeben. Wunderbar. Körbe brauche ich irgendwo. Da. 4. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich. Ich teste es einfach. Nehme ich hier mal mit. Nehme ich hier mal mit. Also 4 waren es mindestens, das weiß ich. 5, verdammt. Das heißt also, ich kann gleich wieder zurückgehen und nochmal von vorne anfangen. Wunderbar. Kaufe ich mir hier unten mal schnell noch einen Korb. Eigentlich, wo ich gerade dabei bin, kann ich noch so einen kaufen. Habe ich einen in Reserve, kann ja nicht schaden. Oben geht's weiter. Pflück ich nochmal schnell einen Korb Blumen. So kann ich die Quest auch abgeben. Ja, wunderbar, jetzt kriege ich sogar einen Heiltrank, okay. Was kann ich hier handeln? Ich krieg für einen Korb Blumen 25 Gold. Wie teuer ist ein Korb? Das würde mich jetzt mal interessieren. Lohnt sich das doch total. Dann gehe ich also mal jetzt Blumen sammeln. Aber nicht hier im Wald, sondern hier erstmal. Angel ich schnell mal kurz. Angel nochmal. Und hoffe, dass ich das hier irgendwo wieder loswerde.
Hier kann ich Fisch verkaufen. So, ich verkaufe wieder alles bis auf 4. Gehe ich mal hier hoch. Und kämpfe gegen die Wölfe. So. Wunderbar. Schön. Soll ich einen Bauernhofbesitzer besuchen? Danke. Nee, Käse und Fleisch will ich jetzt gerade nicht. Das kann ich gerade auch leider nicht gebrauchen. Irgendwozu brauchte ich doch noch einen Jäger, wenn ich mich richtig erinnere. Hilfe, Hilfe, ein Geist. Wieso ein Geist? Was ist denn hier los? Okay. Das untersuchen wir doch mal. Okay. Okay. Okay, sie schätzten ihn. Der glaubt, dass er ihn, der sagt, dass er ihn nicht kannte. Okay, und der prahlt mit einem goldenen Ring. Was gibt's denn hier so? Hier kann ich das alles in Gold verwandeln, sollte ich es mal brauchen. Okay. Na dann. Vermisst seinen Gehilfen. Wo sandt er ihn aus? Etwas besorgen. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich sammle einfach mal wieder alles, was es hier zu kriegen gibt. Der Soundtrack an sich, muss ich ja sagen, ist ganz nett. Nur auf Dauer weiß ich nicht, ob der so wunderbar angenehm ist für so Dauerbesudelung, weil, naja, irgendwie ist der nicht ganz so mein Fall. Was brauche ich hier? Langholz. Das kriege ich doch bestimmt beim Holzfäller. Und der war nochmal hier. Hier kriege ich aber es echt. Hier kriege ich es aber nicht, verdammt. Hier könnte ich jetzt aber die Wildschweine besiegen. Da brauchte ich den Jäger für. Okay, Fleisch bringt mir das. Schön. Kaufen wir das alles mal. Geht's weiter. Hier geht's auch weiter. Einen alten Mann gefunden. Ist der Gehilfe? Was macht denn der im Wald? Okay. Aha. Aha. Okay, das heißt, hier irgendwo liegt ein Ring. Wird ja witzig. Wo könnte denn hier ein goldener Ring liegen? Da. Geht doch. Da reinlegen. So brauche ich aber einen Spaten und mehr. Das heißt also, ich gehe zuerst einmal
Falsch, hier hin. Und wollte mich hier hinlegen. Für 20 Gold kann ich nämlich meine Herzen wieder auffüllen. Dann geht's mal hier runter, schnell zum Steinbruch. Hole ich mir mal gerade Werkzeuge. Nee, wo war das? Ein Seil und eine Fackel. Fackel und ein Seil. Gerne. So. Muss mal gerade gucken. Wo gab's denn nochmal Werkzeuge? So bei den Handwerkern, glaube ich. Aber warte mal, hier gab's, glaube ich, Kräuter zu verkaufen. Also hier konnte man Kräuter verkaufen, oder? Nein, schade. Und hier bei den Handwerkern gab's Werkzeuge. Eine Schaufel brauche ich dafür. Und dann mal los. Dann kann ich das auch vergraben. Dürfte sich der Geist ruhig wieder hinlegen. Vielen Dank, wunderbar. Erzählen wir das der Schwester. Jetzt kann ich das alles zum Sonderpreis kaufen. Was soll ich damit? 5 davon kann ich von mir aus mal kaufen. Kescher und sowas auch. Das brauche ich nämlich garantiert später. Ach, Fische sollte ich verkaufen gleich. Ich mache einfach mal weiter hier. Hol mir so... Oh nein, meine Angel ist kaputt gegangen, verdammt. Muss ich mir echt doch eine neue Angel kaufen, gibt's doch nicht. Also, verkaufen hier mal unseren Fisch. So. Dann geht's mal ab hier lang. Kann ich hier vielleicht Rosenbüsche handeln? Nein, nicht dagegen, sondern gegen Gold. Geht doch. Was brauche ich denn hierfür nochmal? Eine Axt. So hätte ich eben gleich kaufen können. Ich bin etwas verplant, muss ich zugeben. Eine Axt kaufe ich auch noch gleich eine Sichel, weil die brauche ich garantiert später auch. Nehme ich hier nochmal Blumen mit. Nehme ich hier auch nochmal Blumen mit. So, die verkaufe ich dann weiter oben, hier nämlich. So, habe ich noch welche. Jap, so. Weg damit, kann ich ja nicht gebrauchen gerade, außer zum Verkaufen. Jetzt kann ich aber hier das hier weghacken. Schön. Und weiter geht's. Suchst du Arbeit? Eigentlich nicht, aber von mir aus. Toll, Säge kaputt. Alle haben Probleme. Banditen. Schon wieder. Ist ja alles voll mit Banditen. Okay. Versteckt sich hinter den Bäumen. Dort sind also die Banditen. Okay. Okay. Vielleicht muss ich die Jäger überzeugen, mitzumachen. Brot, Pfeile, Heiltränke.
Holz einsammeln. Machen wir mal schnell. Da auch noch. Dann ist das noch Holz? Nein, ist nicht. Aber das hier. Hier gibt es noch Pilze. Hier gibt es noch Holz. Und gibt es da noch Holz? Nein. Gibt es hier noch Holz? Jawohl. Sonst noch irgendwo Holz. Da noch. Und das war's auch schon. Also, wunderbar. Und hätten wir das Langholz, was ich auch irgendwo für gebraucht habe. Ich weiß nur nicht mehr wofür. Also ich brauche jetzt erstmal genau hierfür. Jetzt habe ich ein Boot. Cool. Das heißt also, ich kann jetzt dahin fahren. Na klar will ich den ausspionieren. Nein, ich werde jetzt nicht so lange bestechen, bis er mir irgendwas gibt. Ich bin noch nicht bescheuert. Graben wir hier mal den Schatz aus, ein goldenes Ei. Das sind bestimmt Easter Eggs. Wenn ich mir das gerade so überlege. Ich glaube, ich muss mal schlafen gehen. Nicht hier, sondern hier. So. Gucke ich mal, kann ich hier noch irgendwo... Ich brauche eigentlich irgendwas, wo ich das Zeug kaufen kann. Kann ich Paprika kaufen? Das will ich aber gar nicht. Ich will... Pfeile und... Nahrung. Nein, das wollte ich auch nicht. Aber egal. Kann ich dir mal schnell sein Päckchen zurückbringen? Kriege ich wieder Brot? Was ist das hier? Kletterhilfe. Okay. Dann kriege ich hier wieder ein paar Pilze. Ich bin gerade so am überlegen, ob dieses Click and Read Adventure, sage ich mal so, dieses Genre so ganz zu mir passt. Ist nämlich irgendwie als Let's Player, muss ich zugeben, deutlich anstrengender als irgendein Spiel, was selber ein bisschen Action zu bieten hat, weil so bin ich pausenlos am Quatschen und kann auch nicht einfach aufhören, weil sonst fehlt euch was. Der hat die 20 Pfeile, ist schon mal gut. Jetzt brauche ich 3 Heiltränke. Da kriege ich einen her. Kriege ich 2 und so kriege ich 3. Geht doch. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Brot wollte ich noch grundsätzlich holen. Ja, das kann man hier kaufen. Nein, aber ich kann nicht hier verkaufen, nicht kaufen. Natürlich Schwachsinn. Nein, ich will jetzt auch nicht schlafen. So, ich gehe jetzt nicht aufs Inventar, sondern hierhin. Kann ich nämlich hier die Hälfte der Quest schon mal abgeben. Mehr als die Hälfte, 2/3. Was wollte der nochmal? 9 Brote. Wie viel habe ich? 3. Hier kann ich eine Säge kaufen. Gut. Rückzug. Irgendwo kriege ich doch bestimmt noch Brot her. Kaufe ich mal schnell ein paar Pilze.
Nein, und den besteche ich jetzt auch nicht. Angle ich hier mal gerade. Ach so, mir fehlen die zuständigen Punkte. Hatte ich schon eine Bäckerei gefunden? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe jetzt einen Sack Mehl, nur was soll ich damit anfangen? Hier kann ich wieder Fisch verkaufen. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? Steht das hier irgendwo? Da, 195. Wird es doch wohl irgendwo Brot geben. Hoffe ich. Aber erstmal erlernen wir jetzt das hier. Okay. Von der Mühle aus Fluss aufwärts. Okay. Jetzt kann ich hier, wenn ich Tüten bekomme, wo die ich wo kaufe, wo ich nicht weiß, wo man die kauft. Hier kann ich Brot kaufen. Ach so. Kauf mal 10. So, dann gehe ich jetzt mal. Ich warte, da war gerade was. Waren gerade, glaube ich, Pilze, genau. Fliegenpilze. Die kann ich jetzt nämlich auch einsammeln, dank meinen verbesserten Fähigkeiten. Weiter geht's. Ich gehe jetzt aber mal direkt dahin und ich werde jetzt nicht so viel trödeln. Ich kann jetzt aber dem hier noch abgeben. Gut. Für 120. Wunderbar. Jetzt kann ich mich auch hier ausruhen. Das mache ich auch gerade mal. Weil kann ja nicht schaden. Für ein Fleisch ist das auf jeden Fall in Ordnung. So. Wo kriege ich denn eigentlich diese... Das weiß ich immer noch nicht, wo ich die Teile herkriege. Toll. Jäger sind überzeugt. Heißt also, ich kann... Sorry, die Tür, das war ich nicht. Heißt also, ich kann jetzt die angreifen. Alarm, die Jäger greifen an. Einer der Jäger ist gestorben, schade. Okay, ich pflück erstmal einen Korb Blumen. Wie viel Zeug habe ich noch? Ich muss dringend schlafen. So, bin ausgeruht. Wunderbar. Kann ich hier noch schnell die Pilze pflücken? Endlich betrete ich den dunklen Wald. Abmarsch. Hier gibt es Wölfe, die werde ich erstmal ausschalten. Nein, das ist meine Klinge kaputt, wunderbar. Okay. Bräuchte vielleicht erstmal eine Klinge. Ich könnte dort könnte ich einen Heiltrank. Hauptlager. Ich gucke mal einen Tipp an. Ich sollte zum gelben Wald gehen. Das ist eine gelbe Wald. Das Füllerlager.
Anglerdorf. Bauernhöfe. Gasthaus an der Kreuzung. Mühle. Ein gelber Wald. Achso, ja genau, weil es hier Heiltränke gibt. Da waren Pilze. Kann ich gleich wieder mitnehmen. Da sind wieder Pilze. Kann ich eigentlich hier verkaufen? Schade, nein, kann ich nicht. Jetzt soll ich zum dunklen Wald gehen, das war mir klar. Holzfällerlager, dunkler Wald. Abmarsch. Gut, retten wir mal den Kollegen. Erhalte 100 Ruf. Gut. Ich muss mich erstmal wieder ausruhen. Toll. Also schlafen wir erstmal eine Runde. Und gehen schlafen noch eine Runde. Weil ich gerade keine Lust habe, dauernd hin und her zu rennen. Dementsprechend probiere ich das jetzt alles auf einem Ort zu erledigen. Und gehe nach hier oben. Gehe hier hin.